Achso. So, jetzt aber hier. So, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Altes Live. Ich wollte schon sagen DayZ. Kann ja auch sein, ne? Könnte sein, ist es aber nicht. Altes Live und Necro hat gerade ein bisschen Probleme mit der Polizei. Ach ja, darf ich vorstellen, Necro, das ist. Sie hat den vierten Platz bekommen. Halli, hallo. Jetzt nochmal hallo, du hast bei mir übelst geleckt. Okay, halli, hallo. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich mit euch mitmachen kann. Und der Sergeant geht mir gerade mega auf die Nüsse. Ja, ja, ich glaube, ich gar nicht habe. Okay. Und hier kannst du schon sagen, da kommen sie ja schon. Warte mal, wir landen mal genau ich bei euch. Ich bin 160 Meter weg, wenn ich jetzt schrei, bringt das gar nichts. So, Leute, ich werde jetzt wie gesagt abgeholt und bin dann weg. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ach nö. Also kann ich nicht mehr auf dem Parkplatz. Der, will, ja. Der Sergeant will, dass ich ihn in den Arsch schieße. Er soll mal mit hier zum Parkplatz kommen. Dann klären wir die Sache. Kurz und schmerzlos. Ich kann nicht mal mehr laufen. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Hast du zu oft die STR-Taste gedrückt? Nein, jetzt geht's wieder. Die Watt-Taste? Ja, damit sie die Waffe wegstecken kann. Abgeschlossen? Ja, wollte ich auch gerade sagen, habe ich das abgeschlossen. Ey, ich kann nicht mehr sprinten. Ey, boah, ist es ätzend. So, machen wir mal aus zu hier. Necro, dann stell dich mal vor. Hi, ich bin Necro-Ratte. Ich habe zwar auch einen YouTube-Kanal, aber den benutze ich nicht. Ich streame gerade während her, wenn es für euch okay ist. Würde ich jetzt, das mitstreamen. Moment, ich muss gleich mal schimpfen hier. Wo ist denn, Entschuldigung, was ist denn hier los? Hallo, hallo? Was ist denn hier los? Entschuldigung, was ist hier für ein Problem? Ja, wir sind ja hier nur, um jemanden abzuholen. Wir sind gleich wieder weg. Also, null Probleme. Es gibt Probleme mit der Polizei, habe ich gehört. Hallo, guten Tag. Denn überhaupt, Alter? Alter, das leckt mir hier ganz schön nur gerade. Oh, reg dich nicht so auf, wir fliegen ja gleich weg. Ganz ruhig. Unter Krieg? Darm! Kann ja nicht so schlimm sein hier. Ja, wir ist haben so eine Genehmigung. Ja, wir sind ja nicht taub. Sammy, magst du vielleicht mit uns mitfliegen? Nee, ich will dich nur drauf hinweisen. Magst du vielleicht mit uns mitfliegen? Komm, hopp, schnell rein und los. Na komm, Sammy, komm. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Sammy, steig ruhig ein bei denen. Nee, steig ein, Ivan. Alter, wenn der Sammy... Ey, Hassan, mach mal halblang hier, ne? Wir fliegen schon noch los. Keine Sorge. Und erstens sind wir von Security, wir dürfen machen, was wir wollen. Wir stehen ein bisschen über der Polizei, kannst ihn auch mal verklären. Wenn sie das fünfmal sagen, dann werden wir dadurch auch nicht automatisch schneller. Wir beeilen uns doch schon. Achso, okay. Ja, ich dachte, ihr wollt gerade nicht wegfliegen. Okay. Ey, ich will das letzte Wort haben. Ja, ist okay, wir fliegen jetzt. Ja, Alter, jetzt reicht's. Also Hassan, jetzt hier, also ich hab das letzte Wort jetzt bitte und wir fliegen jetzt, alles gut? Tschüss. Okay, schönen Tag. Alter, jetzt reicht's. Jetzt aber mal voll im Ernst. Wenn jetzt flieg. Auf Wiedersehen. Oh, oh. Das kriegen wir zurück. Können wir vertrauen. Auf Wiedersehen, Hassan. Ich werde das Pulsen melden. Oh, 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 flieg, 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 dreh dich! Er hat mich provoziert. Und er wurde kurz mal K.O. geschlagen. Was ist denn schon dabei? Er hat eindeutig angefangen. Boah, ich verstehe euch nicht mehr, ich hab den Sound zu laut. Shift P. Shift P. Wie? Ja, ich kann euch jetzt schlecht Shift P drücken. Ah, flieg mal gerade. Aber war der Hassan nicht auch Polizist? Ja, das war keiner, ne? Irgendwie schon, oder auch nicht, keine Ahnung. Aber vor seinem Namen stand ja gar nichts mehr. Mir ging bloß auf den Nerv, dass er meinte, jetzt das unbedingt das letzte Wort haben zu müssen. Als Zivilist. Hat er eigentlich nicht gerafft, dass bei uns Security davor steht? Ich weiß es nicht. So. Mann, 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 Necro, jetzt darfst du nochmal dich vorstellen. Ja, also, ich bin... Necro-Ratte. Ich streame auf Twitch eigentlich, wenn die Jungs aufnehmen.
da ich hier auf dem Server bin, eigentlich immer mit. Habe das Glück, dass der Ivan und der Daniel und der Milo sich dafür entschlossen haben, mich mit ins Team zu holen. Ich bin darüber sehr dankbar. Und ich hoffe, wir haben eine schöne Zeit und ich stelle mich nicht allzu ungeschickt in diesem Spiel an, da ich mit Arma 3 jetzt erst seit 3 Wochen angefangen habe. Das ist jetzt meine 3. Runde altes Life ist sozusagen. Das sind doch die besten Voraussetzungen. 3 Wochen Arma 3 bist du TÜV geprüft. Genau. Der TÜV ist durch. Ja, also ich bin selber sehr froh, dass Nico bei uns ist und ich weiß gar nicht, ob ich Ratte jetzt sagen werde oder Nico. Ich glaube einfach mal Nico, weil Ratte klingt ein bisschen doof. Ja. Könnt ihr euch auch. Ist das was anderes, aber, ne? Boah. Ah, oh, Ivan, Mann, halt doch deine Fresse. Siehst du, wie der mit mir umgeht? Ja. So, ich ratte dir gleich jene. Also Nico, jetzt spielen sie auch schon auf deinen Namen an. Ich werde mich wehren. Nein, Nico ist Nico, ne? Ratte lassen wir mal weg. Ja. Ja, wenn Ivan keine Spitze hauen kann, dann ist er irgendwie krank. Wenn ich was nicht hauen kann? Was? Was hast du gesagt? Oh Mann. Was? Wer bist du? Deine Mutter. Boah. Ich wusste Boah. Doch. Der Jetzt Weihnachtsmann ist meine Mutter. Die ist genauso bärtig wie du. Ein bisschen so, wir fliegen jetzt zum Rebellen, um die Nico ein bisschen einzukleiden. Die was? Die Mikro? Wer ist Mikro? Wer ist Mikro? Hä? Du ha? Bist das Mikro. Ja, was willst du von mir? Mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf, echt. Zum Schluss jetzt. Zähl doch hier nicht was von Mikro los, wenn ich was ganz anderes meine. Ey. So, haben gerade $850 verdient. Du bist nicht berechtigt, schön. Auf dieses Fahrzeug zuzugreifen, während das abgeschlossen ist. Sperr mal auf hier. Nee, da bin ich, sonst falte wieder alle raus. Nein, mach mal bitte. Mach Doch, mal. Ivan, du bist schon mal rausgekommen, als ich geflogen bin. Komm schon, bitte, nicht, bitte, Maidu, bitte. Ah, nee, hat man nicht automatisch. Bitte, Maidu, schon, ne? Ganz wichtig. Danke. Mann. Und jetzt... Ich weiß nicht, was da so ganz wichtig ist. Du Aber bist ein Arsch, Alter. Du bist so ein Wichser, ne? Oh nein! Oh, fuck. Hä, wieso seid ihr? Ja, weil du in den Rotor gesprungen bist. Ja, weil du in den Rotor reingesprungen bist. Ah, sehr cool. Du bist so ein Arsch, Ivan. Du bist so. Milo, das nächste Mal, wenn Ivan irgendwas will, nein. Hey, da liegt ganz viel Geld auf einmal. Ach nee. Ja, ach wo kommt nee. Das du bist so ein Affe, echt. Oh oh. Nein, oh nein. Mein Fallschirm hängt am. Ich bin tot. Ich ruf mal den Notarzt auf. Obwohl ein Notarzt kommt, ist gar kein Arzt. Da verlängerst du bloß deine Zeit unten. Ey, wie Arschloch war das denn? Ey, du! Ja. Du! Ich bin hier mit einem Fallschirm gelandet und bin gestorben. Ja, weil du zu schnell warst. Und uns hast du auch noch in den Tod gerissen. Ja, Leute, seht ihr mal, Ivan braucht nicht mal am Steuer sitzen. Er packt es. Ne? Er bringt alles zum Abschlüssen. Nice. Dein Ruf, alle Ehre. Ich wollte doch nur. Ja, ich wollte doch nur. Und ich wollte runter, weil ich runtergegangen bin, bist du rausgesprungen und automatisch in den scheiß Rotor reingeknallt. Ey, wenn der das Geld aufhebt, dann mach ich ihn alle, der da rumrennt. Ja, ich meine, runtergekommen sind wir ja jetzt. Ne? Wer hat denn überhaupt Geld bei sich gehabt? Ja, ich hatte nur $600 oder so. Necro, wie viel hattest du? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das hatte. Ich hab dir gestern 40. Abend was gegeben. Da frag jemand, ob er die Sachen hatte ich das dabei. Was, du hattest das dabei, was ich dir gestern Abend gegeben habe? Ja, ich war noch nicht an der Bank. Ach du heilige Mutter Maria Gottes, da liegen jetzt 2 Millionen auf dem Boden. Ernsthaft? Ich hatte 2 Millionen? Du Fuck, hattest... ich war reich. Scheiße. Jetzt bist du wieder arm, kannst du da von vorne anfangen. Sie war reich, ohne es zu wissen. Willkommen in altes Life. Oh, ich sag ja, Fail-Time, ne? Danke, du hast ja noch einen Heli in der Garage, oder? Ja, sicher. Das ist ja gut. Und dass das hier so lange dauern muss, das ist echt blöd. Waren wir an der Security oder wo genau waren wir? Ja, ja. Okay. Gut. Wir waren nicht bei der Security. Hey, Nico, hatte spielt Arma 3. Wir waren nicht bei der Security. Ja, die... Wir waren bei den Rebellen. Sicher? Bei den Rebellen waren wir gerade. Ja, Rebellen-Akku. So muss er gleich spawnen. Kann ich da den Heli auch rausholen? Nein,
Jetzt ernsthaft, wo waren wir jetzt? Nicht, dass ich dann spawn. Bei den Rebellen. Rebellen war das, wo wir abgestürzt sind. Nein, wo wir abgestürzt sind, waren wir bei den Rebellen. Aber ich will jetzt wissen, kann ich bei den Rebellen auch den Heli aus der Garage holen? Wo ist denn der Heli, der hier runtergegangen ist? Ich sehe den hier gar nicht. Ich komme einfach mal zu den Rebellen. Ja, da sind wir ja auch irgendwo runtergefallen. Oh Mann. Darf ich die Sachen looten? Nein, das sind nicht, ey. Niemals! Schieß ein Loch in den Arsch. Wo waren die Stellen? Ach, und jetzt habe ich schon wieder ein Problem. Ach, wir sind doch genau hier runtergeknallt. Oh, wo ist der Heli? Kann nur vorwärts und rückwärts laufen. Ah, das ist doch vorteilhaft, ne? Seitwärts ist immer doof. Ey, wir sind bei den Rebellen, oder wie? Ist ein bisschen schief gegangen. Weiß einer, wie man das wegmachen kann? Das ist unser Problem. Ich glaube, zweimal nach vorne. Ja, ich heb mal alles auf. Weil und einmal. Also, wenn du zur linken Seite gekippt bist, musst du auch kurz nach links drücken und dann nach rechts. Dann hört er damit auf. Ich habe das Geld auf. Das ist das Einzige, was ich schon gelernt habe. Also Windows T funktioniert gut. Auf jeden Fall. Was labert der? Moment, ich habe jetzt hier alle Hände voll zu tun. Nee, da muss ich mal eben. Reloggen? Aufnahme. Ja, ich muss mich kurz ausloggen. Weil das hatte ich letztens auch schon mal und deswegen ist der andere Heli abgestürzt. Also Rebellen. Oder Security. Rebellen. Nee, bei den Rebellen. Rebellen. Okay. Ivan, du hast das Geld von ihr? Ich hab alles Geld. Du hast alles Geld, genau. Ich hab alles Geld. Bin hier. Bitte? Was labert der dich da voll, der Junge, wieder? Für mich nicht. Hier ist. Nee, meine Waffe liegt nicht. Nee, Fernglas, nee. Inventar? Nee, keine Ahnung. Hier liegt nichts bei mir. Ich habe da halt noch nicht alles so ein bisschen aufgesammelt. Was also hier war. Nur Klamotten kaufen ist ganz wichtig. Ja, das tue ich ja auch. Weil die Waffen hier kosten, die Sniper hier kostet 500.000. Ich hatte eigentlich 500. In meiner Leiche meine Waffe. Ja. Meine Sniper kostet da 800. Waffen bekommst du dann nicht wieder, wenn du eine Leiche hast. Okay. Das ist dann leider weg. Na gut. Wer ist denn hier der Klamotten, Heinzi? Das stehe ich, glaube ich, gerade. Müsste eine Person mit vorstellen. Du brauchst erstmal Geld. Ah ja, stimmt. Genau, da war was. Ich gebe dir jetzt mal etwas weniger. Moment, das war zu wenig. So. Okay. Muss ich mal noch so ein Lizenzding da? Ja, holen? Eine Million brauchst du erstmal für die Lizenz. Jetzt habe ich schon wieder irgendwas gedrückt, dass ich. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt. So. Erstmal Klamotten. Ah, nee. Da hast du dann gesagt, das bereue ich noch. Ja, was ist das? Was ist das echt mal jetzt ein? Der kann der uns doch nicht alle doof anmachen und dann, ne? Doch, tut er, hast du doch gesehen. Ja. Jetzt was, vielleicht solltest du wieder als Dings reinkommen, in den Gefangenen nehmen oder so. Ich glaub's auch. Ja, das verdient. Also gibt's irgendeine Kleiderordnung oder ist okay, dass ich mir Hexe genommen. Wir sind normale Rebellen-Security, kann man so sagen. Du kannst ja anziehen, was du anhaben möchtest. Gut, ich mag nämlich das hier, weil der Patch aussieht wie der eine Patch aus. Wartet. Resident Evil. Auf der PlayStation. Ach so, genau, ja. Brauchst aber noch einen Rucksack und ein Dings, da musst du da, wo die unten so ein Pfeil drauf ist, draufdrücken, da kannst du noch Rucksäcke und sowas auswählen bei dem Typen. Da konnte nee, Cookie, bin abgesprungen mit dem Fallschirm und bin in die Rotorblätter von denen reingeraten. Dann ist der Heli abgestürzt. Das war mein Heli, also ja. Ganz cool alles, ganz legitim. Soll ich den wieder rausholen? Kein Unfall. Also ist schon ein Unfall, aber nicht wegen Flugunfähigkeit. So. Boah, kein Fahrzeug. Also Waffen hier nicht kaufen, hier sind sie viel zu teuer. Und ich darf scheinbar nicht mit dem Händler quatschen. Oh, das ist aber nett. So, Waffenshop. Was habt ihr denn? Alter, kostet das viel. Okay, ich würde sagen, wir. Daniel muss sein Heli rausholen, damit wir dann wegfliegen können. Ich hab mein Heli hat Ivan jetzt geschrottet. Ist nun mal leider so. Wir könnten auch Auto fahren. Daniel, dein Heli müsste eigentlich in der Garage sein, wenn er kaputt ist. Welcher Gurt ist der größte? Der erste, der explodiert ist, der ist nicht in der Garage. Kannst du eigentlich irgendeine aussuchen, so wichtig ist das eigentlich nicht. Das nehmen wir eigentlich meist nur deswegen mit, damit du genug Magazine tragen kannst.
glaube, so viel Unterschied, vor allem wenn du getroffen wirst, macht das eigentlich auch nicht. Wenn du getroffen wirst, trotzdem sterben. Die Westen bringen nicht viel. Ja, nee.